Hi, ich bin Elli und ich nehme euch heute mit zu einer Wanderung hier in der Nähe von Innsbruck. Und zwar gehen wir heute zur Enbachklamm und zur Kaiser-Max-Grotte. Mal schauen, was wir heute hier so zu sehen bekommen. Eine Burg nehmen wir auch noch mit. Kommt auf jeden Fall gerne mit und habt viel Spaß. Beide Türme konnte man leider nicht rein. Sie sind versperrt zur Sicherheit des Gebäudes, weil sicherlich die Müllproduktion sonst noch größer werden würde. Aber nämlich ziemlich unsauber. Und es ist schon dunkel jetzt hier. Oh. Es wäre jetzt auch cool gewesen, wenn es dunkel geblieben wäre, oder? Das war doch schon mal bisher richtig cool. Was eine tiefe Schlucht. Am liebsten hätte ich auch hier die Drohne fliegen lassen wollen. Aber das hier ist ein Naturschutzgebiet und ein Vogelschutzgebiet. Und in der Nähe ist auch noch ein Flughafen. Also von daher darf man das hier leider nicht. Bisher konnte ich sie auf jeden Fall noch nicht viel nutzen, wenn man auf legaler Weise unterwegs sein möchte. Hier und da gibt es halt schon Plätze. Und dann hat es entweder geregnet oder es war windig. Ist halt echt nicht so einfach. Aber es ist toll hier. Wahnsinn. Oh, ist das schön hier, ey. Oh, ist aber ganz schön trocken, das Becken, ha? Ist doch krass. Schöne Scheiße. Da wollten wir durch. Zur Kaiser-Max-Grotte. Schade, Made. Aber da geht man nicht durch. Gesperrt ist gesperrt. Irgendwie soll da ja, ein Felsrutsch gewesen sein. Ein paar hundert Meter weiter kommt dann ein Schild mit Vorsicht, Sprengarbeiten. Keine Ahnung, aber der Weg ist leider nicht begehbar. Da wären wir lang gelaufen. Aber leider nein. Ich habe auch mal das Internet noch durchforstet, ob es irgendwelche aktuellen Informationen dazu gibt. Aber bis auf Weiteres ist der gesperrt. Leider. Man kommt nur mit dem Klettersteig dahin und habe auch meinen Kletterkrams gar nicht dabei. Also von daher nein. Und wir müssen jetzt leider wieder runter.
Also keine Grotte. So, wir sind jetzt wieder beim Zelt. Haben auch schon gegessen. Und jetzt machen wir uns noch einen gemütlichen. Tja, und dann war die Speicherkarte voll. Und das habe ich nicht gemerkt. Ich habe zwar noch so einiges erzählt und gezeigt, aber naja, weg ist weg. Generell habe ich aber auch an dem Abend nicht mehr viel erzählt, denn der letzte Abend im Zelt vor der Abreise ist für mich immer sehr emotional und manchmal auch ganz still. Ich war froh, dass mein Freund dabei war und dass ich mich mit ihm ablenken konnte. Und tatsächlich konnte ich auch recht schnell einschlafen, denn es ist echt schön, jemanden neben sich liegen zu haben. Aber die Dunkelheit hier passt ganz gut zu dem Gemüt, welches ich hatte. Am Morgen sah das zum Glück dann schon etwas besser aus. Ich nehme euch heute wieder mit zurück nach Hause. Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, ab Imst oder kurz vor Imst war der Innenradweg nicht mehr ganz so schön, weil man eigentlich nur an der Autobahn fährt. Also rechts die Autobahn oder links die Autobahn und auf der anderen Seite dann die Inn. Die ist zwar schön groß und spektakulär, aber die Autobahn ist doch ein Nervfaktor, da muss ich echt zugeben. Und gerade jetzt von hier nach Innsbruck nur Autobahn. Irgendwie nicht so schön. Aber danach soll der Innenradweg ja wieder schön werden, aber den sehen wir diesmal nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Wir müssen jetzt noch nach Innsbruck fahren. Wir sind ja in Unterperfussen. Das heißt, wir haben jetzt noch so knappe 10 Kilometer. Und dann wartet da ein Zug auf uns, der uns nach St. Moritz fährt. Da, wo mein Auto steht. Und dann geht's in Richtung Deutschland. Die letzten paar Kilometer wieder entlang der Autobahn, aber mit wunderschönen Bergen, die sich links und rechts von uns auftaten, war sehr still und sehr ereignislos. Die Inn zeigte sich wieder neben uns und die Berge brachten mich immer wieder zum Grinsen. In der Stadt selbst war wahnsinnig viel los und wir waren froh, als wir beim Bahnhof ankamen. Und der Zug wartete auch direkt am Bahnhof auf uns. Die Zugfahrt nach St. Moritz war wirklich sehr spektakulär. Ich konnte die Kamera gar nicht mehr wegstecken. Es ist um einiges kälter, bestimmt so 7 Grad kälter. Ja, und jetzt müssen wir noch bis zum Auto düsen. Ich hoffe, es bleibt trocken. Das sieht nämlich nicht so schön aus. Und et voilà, sind wir beim Auto. Froh, beim Auto angekommen zu sein, aber auch traurig, dass ich schon morgen diese Berge nicht mehr sehen werde, machten wir uns auf den Weg wieder über den spannenden Pass, mitten durch die Berge, immer mit dem Blick nach rechts und links oder in den Rückspiegel. Gesprochen haben wir dabei nicht. Wir haben die Aussicht noch mal genossen, das wechselnde Wetter, die wechselnden Kurven und beobachteten, wie es langsam dunkel wird. In Deutschland angekommen, am Bodensee, legten wir uns dann schlafen. Einfach irgendwo geparkt und Augen zu. Am Morgen tat sich etwas richtig Schönes auf und als wir erkannten, wo wir eigentlich sind, zückte ich nochmal die Kamera und hielt die wahnsinnige Kraft der Natur fest.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da oder schreibt mir was in die Kommentare. Und es würde mich riesig freuen, euch auch auf meiner nächsten Tour begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine gute Reise.